Was für eine Nummer. Angeschossen worden, verprügelt und noch vieles, vieles mehr. Finally. What is weapons over there? Wir wurden entführt. Und das sieht nicht gut aus. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. How's Wound? I hardly feel it. You will. Septic. It ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it. They get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur. I missed you. Ach du Scheiße, liebe Freunde, wir hängen mitten in der Kacke, sind entführt worden von den O'Driscoll. Und das war nur eine Finte, damit uns unser Bandenboss Dutch Vanderlyn rettet und dann in die Fänge des Gesetzes rennt. Denn Kopfgeldjäger suchen ihn auch und vielleicht können wir uns hier irgendwie befreien. Und die Metallteile soll ich irgendwie kommen? Dann probieren wir das mal. Nach links schwingen und nach rechts schwingen. Nach links und nach rechts. Kriegt irgendwie keinen Schwung. Jetzt aber. Und die Pfeile nehmen. Das hat jetzt nicht geklappt, doch. Sehr gut. Keranda. Patsch. Schöne Mütze. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nee, das Ding da rausholen. Ernsthaft. Boah. Leute. Echt heiße Unterwäsche, schreibt die Niri. Ja, das stimmt. Boah, das tut so weh. Okay. Spießpulver draufstreuen nochmal. Der ist ein ganz taffer Bursche. Der macht das direkt dir. Wo er noch nicht mal befreit ist. Und jetzt die Wunde ausbrennen. Okay. Autsch! Shut your hole! I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home! Hold on, I'll be back in a minute. Du Penner! Adios, amigo! Du wirst nicht mehr nach Hause kommen.
Natürlich völlig am Ende, schwer angeschlagen. Was hat er dabei? Kann man hier irgendwas nehmen? Der ohne Knarre runter oder was? Kann gar nicht sein. Die Wurfmesser sind schon mal nicht schlecht. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Vorsicht. Das war nur ein Vogel oder so. Was, wie renne ich denn jetzt am besten? Muss zum Pferd. Also sehen die mich nicht, deswegen gehe ich einen weiten Bogen. Verdammt, der geht ja weiter lang. Er ist völlig fertig, unser Arthur, Leute. Total am Ende. Entführt und malträtiert wurden wir. Brutal zugerichtet, gefoltert und fies behandelt. Verdammt, ist egal, welches Pferd, oder? Nee, ist nicht egal. Scheiße, das ja. Da steht ja die Rossi. Ich sehe, die hat die kaum erkannt. Okay, und jetzt weg hier. Das war gut, das war gut. Wir haben nichts mehr da. Wir sollten die am besten umreiten. Nicht so auffällig, die sind ein klar im Vorteil mit ihren Wäffelchen. Reiten wir gemütlich unter der Brücke lang. Okay, das war sauber. Sind wir gut umgangen. Spannende Mission wieder hier. Haben wir richtig fett auf die Nase bekommen. Ey, lieber Klabauter waren der. Echt. Das war jetzt, wusste man nicht, was geht jetzt genau ab, ne? Bei dem Spiel weiß man ja auch nichts. Kann ja auch sein. Da wird sicherlich noch der ein oder andere sterben, der uns am Herzen liegt. Okay, Rossi, du machst das schon. Oh Mann. Und jetzt ist er komplett abgeschmiert. Keine Energie mehr. Nach der eigenen Operation da im Gefängnis auch noch. Liebe Freunde. Was ist da nur passiert? Wie konnte das nur passieren überhaupt? Dass kein anderer mitgekommen ist, war auch ein Fehler. Beim Treffen mit den O'Driscoll-Banden, Jungs. Mit dem Chef, mit dem Korn. Das kann doch nicht sein. Da brauchen wir die ganze Bande dabei. War doch klar, dass die uns in Falle gestellt haben. Aber keine Falle für unseren Freund Dutch, sondern eine für Arthur, um ihn zu kidnappen. Da sind wir zurück. Und die sind wahrscheinlich alle weg, um uns zu suchen. Nur ein bisschen Pech. Nee, da sind noch welche. Arthur! Arthur? Horst! I told you it was a sub, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Wenige Wochen später. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good.
How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Na, Hauptsache, wir haben überlebt. Dann können wir direkt mal einen Blick auf die Karte werfen. Selig sind die Friedensbringer. So, und da, bei Trelawney, hätten wir jetzt noch eine Mission an den Start gebracht. Und es war natürlich eine Falle. Guck mal, wie lang die Haare geworden sind von ihm jetzt hier, vom Arthur. Heilige Scheiße. Alter Schwede. Und er ist natürlich... Oh ne, der ist so fit wie Schwede jetzt wieder, ne? Nachdem er sich da ein bisschen hingelegt hat, ein bisschen ausgeruht. Wurde er versorgt hier von der guten Susan. Miss Grimshaw? Ah, you're looking much better. I was worried. Yeah, I'm fine. Da soll man es mittlerweile rasieren? Seht ihr das auch so? Die haben mir gesagt, wir sollen den Bart lang wachsen lassen jetzt erstmal. So habe ich das jetzt mal gemacht, ne? Dass er. Ich weiß nicht, verschreckt ja schon bald die Leute, ne? Es ist auch so krass, wie viel älter so ein dicker Bart macht, ne? Das ist schon irgendwie. Ist wirklich wahr. Nein, lassen! Wasabi, der kämpft die ganze Zeit dafür, dass wir das lassen. Mit dem Rasieren. Rasieren, rasieren! Lass ihn! Die Wege gehen immer noch auseinander. Ah, da kommen aber schon mittlerweile deutlich mehrmals Rasieren hier an, ne? Ja, ich meine, der geht ja schon da fast rein in die Gute, ne? Okay. Okay, Freunde. Ihr wollt, dass ich den Bart rasiere. Es sieht wirklich so aus, als müssten wir jetzt den Bart abrasieren. Ja? Seid ihr euch sicher? Seid ihr euch sicher, dass ihr dieses Schmuckstück verlieren wollt? Hier, guckt ihn euch nochmal an. Ne? Blond färben. Lassen. Ja, da gehen die Meinungen natürlich richtig auseinander. Nein, bitte lassen. Ja, rasieren. Okay, wir kürzen den. Wir kürzen den mal. Komm, das ist doch ein guter Mittelweg. Dann sind alle zufrieden, hoffentlich. Wir gucken mal, welche... Das ist echt schon hart. Haare pomadisiert finde ich gar nicht so cool. Das finde ich sieht cooler aus so. Und wir sind schon bei Stufe 7. Boah, der geht noch 2 Stufen länger, theoretisch. Bin mal gespannt, wie das beim Roleplay-Charakter dann sein wird. So finde ich eigentlich ganz cool, ne? Yeah. Krass, ne? Guck mal, der Bart hier. Das Lustige ist ja übrigens, wo wir gerade wieder beim Thema Bart sind. Ihr seht diese Sub-Icons vom Sarazar. Und ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei Twitch, deswegen sind da jetzt noch nicht so viele unterschiedlich. Aber hier, diesem Sub-Icon von Sarazar, also für die Subscriber, die mich hier unterstützen bei Twitch, die sehen dann, da wächst dem Sarazar auch ein Bart, ja, also dem Sub-Icon. Der kriegt immer einen größeren Bart und kriegt auch neue Sonnenbrillen und so weiter. Eigentlich ganz witzig. So. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ist das okay? 3 ist gut, 3 ist gut, 3 seid ihr zufrieden mit? 3 als Länge ist ein Kompromiss. Okay, Leute, dann machen wir das jetzt so. Und der ist ab, der Bart. Nein, der gute Bart. Ja, und die Haare, die lassen wir jetzt mal so lang, oder? Das finde ich nämlich ziemlich fresh. Listen, Morgan. I'm sorry. I thought they would shoot me, not you. What happened? Yeah, the whole thing was odd. I kept waiting for them to jump us. And then they left, and we assumed we'd meet you on the trail back. You never showed up. No. I was getting special guest treatment from Como Driscoll. So I heard. I'm sorry. One time I try to be wise and careful and make a goddamn fool of myself. That'll teach me. Jetzt sieht er echt ein bisschen aus wie Sean Bean aus Game of Thrones. Ist was dran. Bei Game of Thrones viel mehr. Das lassen wir mal so. So finde ich den cool. So lassen wir den jetzt erstmal. Sind wir einen guten Kompromiss eingegangen.
Das sieht nachher mit dem Cowboy-Hut ziemlich fresh aus, glaube ich. Ja, und jetzt haben wir hier direkt die nächste Mission, haben uns ein bisschen wieder eingelebt und können direkt weiter mit dem Abenteuer machen. Arthur! Ja, Trelawney. Are you busy, Arthur? Du kleiner Schlingel. Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed men attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Rhodes. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. Na. Die Haare und der Bart, die können sogar noch länger wachsen, beides. Das ist noch lange nicht Maximalstufe. Das ist beides Stufe 7 jetzt gewesen. Ihr meint, ich soll mich mal waschen? Der hat sich doch gewaschen. Der ist doch... Obwohl, ja gut, die Klamotten können wir auch mal... Ich komme gleich wieder. Ich gehe mal hier mal sauber machen hier gerade. Ich gehe mal nur zumindest mal ein paar Klamotten wechseln hier, ne? Wird mir echt Zeit, ey. Hier. Steht auf Wasser. Achso, wir können uns jetzt gar nicht mehr umziehen, scheinbar. Wir können das Lager jetzt gar nicht mehr benutzen. Okay, dann muss ich doch weitergehen. Also, ihr bleibt ungewaschen. Ja, ja, Trelawney, ich komme jetzt. Come on, we're not walking there. Okay. Dann ziehen wir uns aber wenigstens keinen Hut mehr. Wir haben keine Kopfbedeckung. Wo ist unser Hut hin? Verdammt, Leute, jetzt wird's immer. You seem to have got a bout around here. You know me. Watch out. Entschuldigung. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strength, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold hidden at the end of some rainbow, let me present you with something real. So, where exactly are we going? The train station. The clerk there, Alden, is quite a fellow. And very informed on the comings and goings of coaches around these parts. Ah, I see. So, mehr können wir mit ihm nicht abquatschen. Ja, dann reiten wir mal hier rüber. Ja, gerade noch so überlebt alles und jetzt hier direkt rüber zu Trelawney, mit dem die nächste Mission angehen. In Rhodes keine Waffen, wir wollen da nicht Unruhe stiften, wissen wir Bescheid. Naja, der kann reden. Das kann er, der Trelawney. Der ist so ein Schlitzohr. Ja, wir waschen uns noch früh genug, Freunde. Mal Klamotten wechseln. Oh,
I almost forgot. Bill asked me to give you a message to meet him here in town as soon as you can. Something to do with the Greys. I thought I'd nab you first. You did? Okay. Thanks. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horseless carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Cause are still unkind. I've been waiting on that winning streak for some time. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Adieu, boy. The Trelawney, die alte Quatschtante. I thought you might like to see that pantomime. River Road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Ja, der Post Office Arbeiter, dem wurde ja der Lohn gekürzt. Sind natürlich nicht so begeistert und machen dann noch ein paar kleine Deals nebenan, wie mit dem Trelawney. Okay, oder uns. This way. Da spielt einer irgendwie wieder. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up. So they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? Alright. Na, also werden wir uns hier nachher wieder treffen. Wenn irgendwas schief geht, treffen wir uns wieder bei der Kreuzung. Haben wir immer noch keinen Hut eigentlich? Was soll das? Unser Hut ist weg. Ich finde das unverschämt. Here we are. This is the spot. Hold. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson.
Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Okay, ob das gut geht, wage ich zu bezweifeln. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Okay, ja, 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 wir geben unser Bestes. Okay, jetzt vorsichtig. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. Hm, verstehe ich. Also wir sollen Abstand halten. No, 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 no. Good day. Hello. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit to build an opera. The Blackwater. Just. Mrs. Chester Damson. I flatter. Perfekt. New Yorkers are prigs and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small joke. Would you see something for me? Jetzt auf den richtigen Moment warten. I'm looking for him. I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Super gemacht. Okay, der andere geht. Da würde ich auch gehen, wenn ich wüsste, wie die singt. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Super. Lief doch gut. So langsam mache ich den Trelawney. Das war ein guter Trick, um den Laden da auszurauben. Knall die ab, erschießen, steht hier im Chat. Da bluten mir die Ohren. Da waren viele Fans von dir. Die werden sich wundern nachher, wenn die Kiste offen ist. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Na, das war echt eine coole Mission. Hat mir sehr gut gefallen. Von 8 Minuten und 10 Sekunden wäre die Boni. Also die Boni schaffe ich nie. Da muss man sich dann voll beeilen und so. Und das finde ich auch im Let's Play dann zu stressig und beim Stream, ne? Gucken sie ja gar nicht an, was man da genau machen muss. Wir machen ja hauptsächlich die Mission storymäßig. Aber jetzt haben wir einen bekommen.
unbemerkt. Das war auch das Ziel natürlich bei der Nummer. Und es hat wunderbärchen funktioniert. So, jetzt gucken wir mal einen Blick auf die Karte. Und da vorne sehen wir schon mal, da steht schon die nächste Mission an. Direkt um die Ecke in Rhodes. Was war denn da? Bill Williamson ist am Start, der Billy Boy. Und sonst haben wir noch nichts weiteres aufgedeckt. Das bedeutet, wir machen uns da mal den Weg hin. Auf den Weg in Rhodes können wir aber mal. Und das wollte ich nämlich unbedingt mal machen, weil wir echt so viel Kram haben in den Täschchen. Das ist schon echt nicht mehr normal. Oh, die sind alle verschlossen im Moment. Wir können hier auch nur in die Region. Verdammt. Was will der Bill denn von uns, ey? Ich wollte eigentlich erstmal noch ein bisschen verkaufen und Zeugs an den Mann bringen. Aber nach Valentine zu reiten, das ist mir so ein bisschen zu weit. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben ja auch den Typen, den Büchsenmacher, umgebracht von Rhodes. Vielleicht ist der Laden ja neu vergeben worden, ich weiß es nicht. Aber den haben wir ja getötet aufgrund dessen, weil der Menschen im Keller eingesperrt hat. Und das war nicht so cool. Also ich glaube, das fanden die wenigstens auch toll. Okay, hier vorne wäre dann die Mission mit guten Bill Williamson. Oi, oi, oi. Das kann ja auch was werden. Bei der Bank? Oh, oh. Nicht, dass die eine Bank ausrauben wollen.